Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Minecraft. Ja. Heute spielen wir mal eine Runde Minigames, nachdem wir letztens halt die ganzen Secrets und die ganze Lobby mal auseinandergenommen haben. Dazu gehen wir jetzt einmal auf Beitreten und öffentlichen Spiel. Okay. Beliebigen Spiel beitreten. Machen wir das mal. Dauert jetzt ein bisschen. Ladezeiten sind nicht gut für mich. Ich bin nämlich nicht der gesprächigste Typ eigentlich. Solltet ihr aber schon mitbekommen haben, dass ich eigentlich die ganze Zeit in meinen Let's Plays oder sonstigen Quatsch, den ich mache, fast gar nichts sage. Könnt ihr das jetzt mal? Sonst muss ich das hier rausschneiden. Es gibt einen kurzen Cut. So, nach geschlagenen 2 Minuten und Spielneustarten habe ich jetzt endlich eine Lobby gefunden, wo sie aber gerade spielen. Das kann ein bisschen dauern, bis sie damit durch sind. Also nochmal ein kleiner Cut. Entschuldigung. So wie es aussieht, startet jetzt gleich die neue Runde. Ich gehe schon mal auf Bereit. Und hier sehen wir schon, das ist die ganz normale Lobby hier. Ich glaube, der geht gerade hoch und versucht Feuerwerk zu machen. Also es gibt schon Leute, die die ganzen Secrets kennen. Wie soll es auch anders sein? 30 Sekunden noch. Kriege ich hier noch? Ja, ich kriege noch was ab. So. Wenn wir hier schon mal bei sind, dann können wir uns hier auch mal versuchen, Schädel zu holen oder auch nicht. Gut, dann geht das gerade irgendwie nicht. Versuchen wir hier oben so ein Steve-Dings zu bekommen. Okay, das. Der ist noch runtergekommen gewesen, getan war. Egal. So, es geht los in 5 Sekunden. Dann komm schon. Nichts Gutes bekommen. Trank der Regeneration, ja schön. Nützt mir nicht viel. Das, sofort Schaden, okay. Ich als PvP-Noob hier. Wow, sowas zum Beispiel. Alter, wo geht's denn hier lang? Da vorne ist eine Kiste. Oh, hier ist auch eine Kiste. Rüstung, Rüstung. Okay. Nein, das brauche ich nicht. Aber Feuerwiderstand. Okay, der ist schon mal gut. Den schnapp ich mir schon mal. Schaffe ich den Sprung? Natürlich schaffe ich den Sprung nicht. Hacker-Move. Scheiße. Nein! Ja. Man sollte auch drauf aufpassen, dass der Trank nicht aufgebraucht ist. Scheiße. Oh Mann. Okay, wenn man tot ist, kann man andere helfen. Zum Beispiel, wenn man hier jetzt eine Kiste ist. Kann man quietschen. Gut, ich da, okay. So zum Beispiel. So, das ist so ein Typ. Oh, zu dritt sind sie noch. Mal sehen, wer von den drei gewinnt. Ich sagte bereits, PvP-Noob. Ich mache meinen PvP-Noobigen Namen alle Ehre. Kann
kann man das so nennen, und der kriegt durchgehend Schaden. Der Typ ist wohl verhungert. So, dann nur noch die beiden hier. Das hätte ich überlebt, wenn ich da runtergesprungen wäre. Wenn ich nicht den Trank sofort aufgebraucht hätte. Eine Kleinigkeit zu regulären Servern ist anders. Man hat nämlich nur seine Hotbar. Heißt das Hotbar? Oder Taskleiste? Also nur die neuen Plätze. Oder 8. Bin ich mehr ganz up to date irgendwie mit Minecraft. Ich hab einfach zu viel Minecraft gespielt. Das sind 9. War ich doch richtig. Ja, wir spielen jetzt mal eine Runde. Ich gehe schon mal auf bereit. Sind bei 10 Minuten. Machen wir die 15 voll. Naja. Für euch gerade mal bei, keine Ahnung, 7 Minuten oder so. Ich muss noch ein bisschen wegschnibbeln. 27 Sekunden noch. Meine Stimme verabschiedet sich schon wieder. Kann man noch irgendwie klatschen? Nee. So. Oh, was versucht er denn da? Okay, er ist... Auf der Map war ich bis jetzt einmal und bin sofort gestorben. Nice. Ja, alles klar, genau. Ist doch nicht so, ne? Ne. Alter, ich hab nur einen Bogen. Und einen Geschwindigkeitstrank. Okay, diese Map kenne ich nicht. Das war dumm. Ja, PvP-Noob. Aber sowas von. Oh, hier kann man nicht höher fliegen. Okay. Ja, genau hier hinten ist eine Karte. Eine Kiste, nicht eine Karte. Jo, wir können hier ein bisschen rumfliegen. Ich kenne die Karte nicht, dann können wir die ein bisschen erkunden. Okay, da oben kommt man schon mal nicht hin. Oh, da ist eine Kiste. Hier ist ein Schiff. So. Gibt's ja auch irgendwie Sachen dran. Also als Fledermaus ist man richtig schnell. So ein Morph-Mod oder irgendwie so Sachen. Könnte halt gehen, ne? Die interessiert das gar nicht. Alles klar, okay, da ist eine Kiste, wir quietschen. Ist dir scheißegal. Den da und den da. Ja. Was ist denn hier? Okay. Gut. Dann ist halt die Mitte. Ja. Ich häng schon wieder irgendwo fest. Finde ich aber irgendwie cool gemacht, dass man dann als Fledermaus hier ist. F-
bin ich cooler als auf PC-Server. Weil da ist man ja einfach nur unsichtbar und kann rumfliegen. Und hier haben sie sich wirklich was ausgedacht, dass man dann als Fledermaus rumfliegen kann. Finde ich cool. Bloß man bleibt hier oben leicht dran hängen. So, wie viel sind denn hier noch? Immer noch die drei. Das kann nämlich noch ein paar Jahre hier dauern. Weil gerne wüsste ich jetzt hier, wer gewonnen hat. Würdet ihr jetzt mal hier ein bisschen. Komm schon, mach. Ich glaube, das wird heute nichts mehr hier. Ja, wie immer musste ich als erstes sterben. Na. Ah. Wenn das nämlich so lange dauert, ist wer eine nächsten an der Mitte ist, hat gewonnen. Hatte ich einmal fast gewonnen dadurch, aber er hat mich dann doch noch mit dem Bogen getroffen. Ja. Rundenende in 37 Sekunden. Das ist das, was ich meine. Wenn jetzt zum Beispiel Solia weiter in der Mitte bleiben und die anderen beiden weiter wegbleiben, hat diese Solia oder der Solia gewonnen. Entweder der kommt jetzt angelaufen und macht das, was er jetzt machen möchte. Oder er verkackt. In 3, 2, 1. Sag ich doch. So seht ihr auch, wenn ihr mal in der Mitte seid, könnt ihr genauso gewinnen. Das war's mit dem heutigen Video. Heute mal ein bisschen länger wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht. Falls ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ihr mehrere solche Videos sehen wollt. Und ich verabschiede mich dann. Tschüss.